So, gleich mit Blitz und Donner angefangen. Sehr schön. Also, wir wollten anfangen mit automatischen, komplexen und dergleichen. Vorher würde ich noch ganz gerne hier ein paar mehr Schmelzöfen bauen. Hier ein paar mehr davon bauen, damit wir oben die... um die Minen abreißen können, damit die Basis da nicht zugesmockt wird und wir den bald Big Biter vor der Tür stehen haben. Das wäre echt nicht so schön. So, Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Bauen mal mehr Ärmchen. Bauen mal mehr Tränkchen. Crafting Inventar mal schön auslassen. Gut. Raus. Raus. Raus, raus. 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 So. Und das passt nicht so super toll. Und wir haben noch keine Untergrundbells. Und ja. Kommt mit auf die Liste von Dingen, die wir gerne machen wollen würden. Und ja, ich könnte es auch untenrum machen, aber... So sieht später einheitlicher aus. Und ich habe keine... Oder nicht genug Fließbänder mehr. Bau ganz viele Fließbänder. Und hör auf mit diesen komischen grünen Tränken. Wir forschen eh gerade nicht. Was am Anfang eine sehr tolle Idee ist, nicht zu forschen. So. Achso, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Britzel, Britzel, Britzel. Das könnte jetzt ein Stromproblem verursachen. Nee. Aber wir haben unten noch eine Schwachstelle beim Strom. Und zwar ist das sauberes Wasser. Und sobald sauberes Wasser einmal keinen Strom hat, ist kein Wasser da und dann ist kein Strom da. Und wenn kein Strom da ist, dann ist kein Wasser da. Und, ne, kennt man. Bau bitte komische Stromdinger. Da, komische Stromdinger, bau. So, wir gucken jetzt runter. Zum Strom. Entweder bräuchte ich mehr Liquid. Dinger, die schweinenervig zu bauen sind. Oder ich lasse einfach alles mit Dreckwasser laufen. Ich glaube, ich mache lieber alles mit Dreckwasser. Mach hier mal alles leer. Lass das saubere Wasser da verdampfen. Oh, wir haben gar keine Befüllungskiste. Das ist auch nicht schön. Du da, du da, du hier. Bitteschön. Was wollte ich jetzt? Genau, Wasser ist alles weg. Dann im Rohr Dreckwasser kommt, noch mehr Dreckwasser kommt und ich hätte gerne, da sind die Rohre jetzt, ganz normale Rohre, tschung, 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 tschung. Da hinten komme ich nicht hin, Strom ist gekappt, da... Wo die richtig ankommen, muss ich später gucken. So, jetzt haben wir einen geringeren Output, weil es ja dreckiges Wasser ist, aber dafür sollte es anfallresistenter sein. Also wenn was schief läuft, kann weniger schief laufen. Das meine ich. Schaut gut aus. Das heißt, ich hätte gerne hier einen größeren Kohlevorrat und allgemein auch eine größere Kiste später. Hier, Eisenkiste. So, die hätte ich gerne voll mit Kohle. Du da unten hast keinen Strom. Arbeite bitte auch. So. Strom ist jetzt erstmal sicher. Dann die Replikatoren-Schmelzgeschichte da oben würde ich gerne so weiter nach Westen ausbauen. Das heißt, auf der Höhe, sagen wir mal den Pfosten, das ist oben. Den Pfosten deklariere ich als unten. Und alles zwischen diesen beiden Pfosten komplett bis, keine Ahnung, hier hinten hin oder so, beanschlage ich dann später für Rohstoffgewinnung. Also Eisen und Kupfer. Eventuell darunter noch Stein, aber ja. Das heißt, das hier alles sollte ich nicht mit irgendetwas anderem verplanen. Bedeutet also, ich muss weiter nach unten gehen. Zum Beispiel hier lang. Und dann könnte ich hier unten irgendwo meinen ersten Komplex bauen für Tränke. Ich werde den Komplex jetzt nicht so bauen, wie wir in 20 Folgen Komplexe bauen werden. Ich werde es jetzt erstmal nur so bauen, dass es funktioniert. Wird also definitiv später umgebaut und verbessert und wenn die Roboter kommen, dann nochmal verbessert, aber bis dahin
sollte es funktionieren. Genau, den ganzen Platz wollten wir veranschlagen. Das heißt, hier könnte ich zum Beispiel ein Muster benutzen, das wir... Ich hatte gerade im Kopf, erinnert ihr euch noch an dieses... Ich glaube, es waren 2x2 Pfosten, aber mittlere Pfosten. Und dann drumherum Fließbänder und um die Fließbänder Fließbänder und um die Fließbänder, die um die Fließbänder laufen, nochmal Fließbänder. Und auf den innersten Fließbändern liefen dann die Ressourcen, auf dem zweiten die Zwischenprodukte, auf den rechten die Endprodukte und so. Das war lustig, ja? Ja, nicht wirklich. Aber es sah toll aus. So mache ich es jetzt nicht. Aber ich hatte es kurz halt im Kopf gehabt, dass man so machen könnte. Ich mache das so. Und gucken wir jetzt mal an, was wir für die grünen und gelben Tränke brauchen. Da sind die. So, rot ist super einfach. Einfach nur Kupferplatten und Steinzahnräder. Das heißt, ich mache jetzt mal hier. Du stellst her die roten Tränke. Du stellst her die Zahnräder. Und dann hätte ich gerne... Haben wir schon rote Ärmchen? Ja, haben wir. Rote Ärmchen. Da. Du tust die einfach da rein. Das heißt, wir haben hier eine Kiste. Die befüllt dich durchgehend mit viel zu wenig Stein. Na, besser. Sollte ich eigentlich auch automatisieren, hm? Ja, mach mal. So, wenn der Strom denn in irgendeiner Form bis da hinten hinkommt. Ja. So. Nee. So. Und da rein. Und Stau aufheben. Also Stein kommt jetzt schon mal durchgehend an. Das heißt, Zahnräder haben wir durchgehend. So, dann haben wir hier Kupferdingens. Dann mache ich hier irgendwo... Machen wir mal... Nee, ein bisschen höher. Ich habe jetzt hier zwei Kisten. In diese Kiste kommt rein Eisen. In diese Kiste kommt rein Kupfer. Und in die Mitte... Es gibt keine Mitte. Was? Okay, ist alles gut. Wir haben jetzt hier eine Kiste, die nicht mittig ist. Wir haben jetzt da eine Kiste, die nicht mittig ist. Die ist genau außerhalb vom Stromradius. So. Aha. Und diese schöne kleine Mini-Lebenslinie quasi verwurschteln wir jetzt dazu, dass die Fabriken alles andere bekommen. Also du brauchst ab jetzt noch Mist. Du brauchst Kupfer. Das ist zu nah dran. Okay, es sollte nicht gut aussehen. Gott. Da. So. Rote Tränke. Da mache ich die Forschungsanlage hier oben hin. Ich werde das sowas von alles zigtausendmal umbauen, bis es endlich gut aussieht. Das geht mir gerade richtig gegen den Strich, was ich hier machen muss. Mit diesen Mini-Poles und komischen Fließbändern und keine Roboter und... Ah ja, for science und so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du, da. Rote Science Packs kommen nach oben. Fließen irgendwo... Hier lang, über tote Bäume. Dann kommen die Labore. Da so hin. So. Brauch viel mehr Ärmchen. Oh, ich habe keine Eisen mehr. Da sind die Eisendinger. Ja, also rote Tränke kommen schon mal an, das ist gut. Grüne Tränke mache ich als nächstes und die sind eh komplizierter. Da, 1000 Stück. Sauber. Hier brauchen wir definitiv mehr Schmelzöfen. Und ja, Ärmchen. So, leg du mal deine Sachen auch raus. Das könnte helfen. Mach Schmelzofen. So.
So. Sollte auch helfen. Gut. Genau, rote Tränke kommen. Du schnapp dir das. So, dann muss ich jetzt irgendwie grüne Tränke da so drauf bekommen, von der Seite. Also, grüne Tränke brauchen jetzt Ärmchen und Fließbänder. Ja, ich brauche mehr Fabriken. Da. Das mal kurz weg. Habe ich irgendwo Eisenzahnräder? Nee, ne? Ja. Und die ganzen Talent-Dinger stapeln sich langsam. Aber es kann warten, ist okay. Du kannst währenddessen mal die hier verarbeiten. So. Ah, Fabriken sind fertig, sehr schön. Weil ich würde jetzt gerne eine zweite Reihe unter diesen Fabriken haben. Da so. Und dann machen wir zentral. Wo bist du? Da bist du. Zentral machen wir das Ding hin, was... Du schon? Nee. Machen wir mal die Ärmchen in die Mitte. Die Ärmchen brauchen diese komischen Dinger. Die brauchen die Eisenzahnräder und sie brauchen Eisen. Also machen wir Eisenzahnräder hier hin. Das heißt, wir müssten von da schon mal Eisen bekommen. Ja, das sieht ja sogar fast symmetrisch aus. Durch die Fehler, die wir begehen. Du dahin. Und du bringst dann die Eisenzahnräder, ja, zu den Ärmchen. So. Dann brauchst du noch Eisen direkt. Eisen direkt holen wir von da. Nein. Von da. Tun sie darauf. Und schnappen uns das da. Fehlt nur noch Basic Circuit Board. Basic Circuit Board war da. Braucht Wooden Board. Wooden Board braucht Wood. Das ist nicht gut. Ich brauche mehr Fabriken. Da. So, du stellst jetzt her. Wood. Du stellst jetzt her. Wooden Board. Du stellst jetzt her. Wooden Circuit Board. Und du stellst hier Draht. Alter Schwede. Okay. Du nimmst dir da das. Du legst den Draht da rein. Du legst das da rein. Du tust das da rein und du brauchst jetzt nur Holz. Ja. Okay. Ich brauche halbe Ärmchen. Holz. Okay. Nanomaschinenkanister? Was? Area of Effect Size 2. Damage minus 30 Nanomaschines. Area of Effect Size 1. 20 Nanomaschines. Was? Brauch Repair Packs. Kann ich dadurch Repair Naniten verschießen auf meine Sachen? Ja, anscheinend. Krass, okay. Rescue Ranger ist eine bessere Version von der Schrotflinte? Okay. Shotgun Shell Damage, go. Noch ein kleiner Gedanke, den ich gerade mache. Ich lege jetzt alles darauf aus, dass wir eine Fabrik haben, die rote Tränke macht, und eine Fabrik haben, die grüne Tränke macht. Das wird niemals nicht reichen. Aber gut, ist ein Anfang. Hauptsache, es kommt erstmal überhaupt irgendwo irgendwas. So, du legst jetzt das da hinten rauf auf dem Fließband. Bringst das Fließband bitte schön gerade nach hier unten. Da tust du das da rein. Und in die Kiste tun wir jetzt Holz rein. Das heißt, wir haben kein Holz. Regelmäßig befüllen tun wir nur diese drei Kisten. Wahrscheinlich kommt denn hier auch eine Kiste hin für Stein. Wir haben da eine Steinkiste. Können wir da noch eine Holz irgendwie? Egal. Hauptsache, es läuft erstmal. So. Holz geht runter. Warum machst du kein Holz?